Hey, mein Name ist Raffi, ich bin seit 2016 Tätowierer und seit letztem Jahr 2020 stolzer Besitzer von meiner Inkbox hier in St. Gallen. Und ja, ich erzähle euch jetzt mal ein bisschen, was als Tätowierer so ein Tagesablauf ist. Grundsätzlich ist es so, dass halt, der Kunde sich meldet bei mir über verschiedenste Kanäle, sei es Instagram, E-Mail, Telefon. Der, der sagt, schon kein kommt vorbei oder läutet mir an, gibt mir ein WhatsApp, was auch immer. Dass wir natürlich mal zuerst zu einem Termin kommen. Und dann läuft es eigentlich grundsätzlich so ab, dass man zuerst einen Besprechungstermin abmacht, dass ich dann auch ganz genau weiss, was der Wunsch des Kunden ist. Wo dass man es platziert, von der Größe her, wie sie die Form vom Körper passt. Dann plant man das eigentlich dann auch direkt auf die Körperstelle. Mit der heutigen Technik ist das natürlich super cool, mit iPads etc. Ja, und dann wird die Vorlage gezeichnet. Dann, dann wird die ausgedruckt, wird über einen Thermokopierer, sagt man dem, wird dann das auf ein Hauspapier ähnlich übernommen. Das heisst, es werden dann eigentlich einfach die schwarz gedruckten Linien werden, übernommen und transparent. Nachdem dass wir natürlich dann die Vorlage platziert haben auf der gewünschten Stelle, auf der Körperstelle des Kunden, müssen wir das dann gut etwa 10 Minuten trocknen lassen, damit es dann nachher auch schön hebt, weil sonst ist es dann gerade einmal mit einem Wisch wieder weg und Blinker tätowieren ist meistens ein bisschen schwierig. Es wird jeweils vor und nach dem Kunden wird immer alles desinfiziert und geputzt. Dann richte ich meinen Arbeitsplatz einrichten. Das heisst, dort wird alles abgedeckt, was irgendwie in Berührung kommt mit dem Kunden, damit sie irgendwelche Querkontaminationen verhindert. Dann werden die Nadeln ausgesucht, von der Größe her. Dann wird das richtige Griffstück dazu genommen. Die ganze Maschine wird aufgesetzt. Wenn wir das Ganze eingerichtet haben, das dauert meistens dann sowieso gerade so die 5 bis 10 Minuten, wo man sicher den Stencil, sagt man, die Vorlage, sollte eintrechnen lassen auf dem Kunden seiner Haut, damit es eben, wie gesagt, dann gut hält. Nachdem dass wir das eingerichtet haben, platziere ich den Kunden. Und dann lassen wir dann eigentlich los mit dieser ganzen Geschichte. Grundsätzlich fängt man immer an, unten rechts als Rechtshändler und fährt dann die ganze Linie an, damit man nachher auch das ganze Motiv auf der Körperstelle platziert hat. Und im zweiten Schritt fängt man dann an, das Ganze ausschattieren. Dann kommt es ganz fest darauf an, dass man eigentlich die Nadeln, wenn man sie einführt, dass man das eigentlich in der Hand wirklich spürt, wo das man ist. Weil wir gehen da so ungefähr 1 bis 1,5 mm maximal tief in die Haut rein. Das ist auch immer so ein bisschen körperstellenabhängig. Dann hat grundsätzlich jeder Tätowierer durch die Routine kommt man einfach irgendwo so ein bisschen seinen Speed über, seine Einstellungen. Man lernt seine Maschine natürlich am Anfang immer besser kennen, wo man dann nachher ganz bestimmt die Einstellungen einfach setzt und dann bei jeder Nadelstärke ganz genau weiss, wie, wo, war, dass man reingeht und fährt. Es ist natürlich eben als Tätowierer auch wichtig, dass man seinen Kunden immer ein bisschen im Auge hält und auch mal nachfragt, wie es ihm geht und ob alles okay ist. Weil wir wollen ja dir nicht unbedingt nur Schmerz zufügen, sondern eigentlich ein Tattoo stechen. Es hat halt einfach ein bisschen was miteinander am Hut. In der Schweiz ist es grundsätzlich ein bisschen so, dass man sich ein grösseres Studio sucht und sich dort bewirbt. Es gibt keine offizielle Ausbildung oder irgendetwas in dieser Art. Sagen wir es so, das Tätowieren an sich ist eher ein Handwerk, das man erlernen muss. Man hat eigentlich so ein bisschen den kreativen Teil, ist vielleicht eher so im ersten Bereich, wo man es zeichnet, mit dem Kunden das ganze Motiv erarbeitet. Nachher das Tätowieren ist halt schon, wie gesagt, eigentlich eher ein Handwerk, wo man halt explizit einfach erlernen muss. Und das kann man eigentlich dann schlussendlich
du halt viel zuschauen, probieren. Tätowieren wird man nicht das einfach so. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Berufung. Wenn nicht, ich sage mal ganz sicher, irgendwo eine Passion, wo man schon viel Geduld muss aufbringen muss, dass man dann schlussendlich irgendwann irgendwo kann sagen kann, man ist Tätowierer und man auch blöd gesagt, irgendwo durch ein bisschen Erfolg kann haben. Man muss es sehr fest wollen, man muss Herzblut reinstecken und auch ein bisschen Disziplin. Es ist wie schlussendlich bei allem anderen. Wenn man erfolgreich sein will, braucht es extrem viel Zeit und Geduld und vielleicht ein bisschen Talent. Aber du schaffst es.